im Projekt Neue Oberstufe arbeiten seit 2013 Schülerinnen, Lehrer, Eltern und außerschulische Partner gemeinsam an der Konzeption einer neuen Oberstufe. Wir lasen den kleinen Prinzen. Wir kommen immer wieder an den gleichen Punkt. Wie ist es denn mit den Lernen an Herausforderungen? Und mit dieser engen Beziehungskultur, die der kleine Prinz auch immer wieder mit ans Tageslicht bringt. Irgendwie kommen wir gerade vom Matheunterricht und nach ihnen gehen wir in Chemieunterricht und dann haben wir noch Englisch und danach schauen wir noch eine Mathearbeit. Ist es das? Und dann kam ich und sagte, ja, wisst ihr habt schon irgendwie recht, aber da gibt es Schulgesetze und Richtlinien. Es ist eine spannende Debatte, aber sie ist irgendwie müßig. Und die einzige Antwort, die kam, war, hören Sie bitte auf, ja, aber zu sagen und sagen Sie ja und. Ich merke immer mehr, dass so wie Schule in unserem Land läuft, sie zu Recht national und international angegriffen wird. Ich glaube, es wird bei uns im Bildungsbereich das Wissen der heutigen Zeit immer noch mit Methoden von vor 50 Jahren versucht, den jungen Menschen zu vermitteln. Und das funktioniert so nicht. Also am passendsten wäre es natürlich, wenn man keine Ansprüche erfüllen müsste. Wenn man wirklich nur das lernen könnte, was man will. Aber darum geht es ja. Das geht ja leider nicht. Die Gesellschaft hat sich verändert. Wir brauchen eine andere Schule. Das ist einfach evident. Ich wollte nicht irgendwie ein Teil von einer Maschine sein, die darauf basiert, Dinge zu lernen und dann direkt wieder für die Prüfung wieder direkt loszuwerden und dann alles wieder zu vergessen. Ja, unser schulisches System basiert im Prinzip auf zwei Traditionslinien. Zum einen auf der Traditionslinie des Militärs und zum anderen auf der Traditionslinie Kirche. Das heißt, es gibt zwei Grundsätze, nach denen Schule bisher organisiert war. Der Grundsatz Glaube, der Lehrer verkörpert sozusagen das Glauben und Grundsatz der Disziplin. Ab dem Punkt, wo man sie eingliedert in ein System, wo sie immer nur das bearbeiten oder das beantworten, was ihnen vorgegeben wird, statt Eigeninitiative zu ergreifen, ich glaube, da kommen längerfristig keine selbstständigen Menschen bei raus. Wenn sich in 30 Jahren so vieles verändert hier auf dieser Welt und etwas wie Schule, was total wichtig für uns alle ist, so bleibt und überhaupt keine Änderung letztendlich spürbar wird, dann müssen wir irgendwas dagegen tun. Ich bin sowieso eher der Montessori-Mensch und finde daher, dass es dieses freie Lernen, was an unserer Schule jetzt bald angeboten werden soll, finde ich am besten, weil ich damit am besten klarkomme. Und dieses, weil man ja innerhalb dieser 2 bis 3 Jahre immer noch Noten bekommt, ne, so ist es ja. Und über Prüfungen schreibt, das finde ich nicht gut, weil ich jetzt auch gerade in der 10. Klasse nicht so gut damit klarkomme. Und deswegen möchte ich auch in meiner Schule jetzt bleiben, weil dort dieses freie Lernen noch weiter ermöglicht wird. Das heißt, bis zur 10. Klasse hatten wir da auch ganz gut so dieses Modell der Freiarbeit, also des freien Lernens. Und dann mit dem Abitur hat halt die Schule versucht, das Montessori-Konzept so umzusetzen, dass es mit dem Abitur kompatibel ist. Was dann aber am Ende so aussah, dass wir eigentlich genauso Unterricht hatten, 45 bis 90 Minuten. Alle machen das Gleiche wie an der Regelschule auch. Und das war halt nicht das Stimmige für mich, wo ich gesagt habe, okay, nee, so wollte ich eigentlich nie lernen. Und dann habe ich aufgehört. Ich merke das ja auch bei den Studierenden, die an die Universität kommen, dass ihnen bestimmte Fähigkeiten einfach fehlen, weil die Schule sie ihnen nicht vermittelt hat. Und da, glaube ich, hat dieses Reformprojekt wirklich eine zukunftsweisende Richtung, wenn es möglich ist, das tatsächlich auch zu zeigen, dass es funktioniert. Vielleicht ist es an der Zeit, ergänzende Schulabgangsformate zu implementieren, die sowohl den Schülerinnen und Schülern die Chance auf das Abitur geben und dass wir auch Schulabgangsformate entwickeln für Schülerinnen und Schüler, deren Ziel aber nicht unmittelbar das Abitur ist, sondern vielleicht ein erweitertes Portfolio, um einfach den Wunschausbildungsplatz zu erhalten, den sie brauchen und für den sie nach der 10. Klasse sich noch nicht reif genug fühlen. Wir haben uns in der Gruppe die Metapher des Schiffes gewählt, um das Konzept auszuarbeiten. Der Rumpf des Schiffes bildet die Grundlage und die Grundwerte der neuen Oberstufe ab. Lernen im Team, Lernen an Herausforderungen, Lernen an verschiedenen Lernorten, flexible Lernzeitgestaltung und auch variable Schulabgangsformate. Und die Segel symbolisieren die Lernformate, die die neue Oberstufe darstellen will. Pulsare, Lernexpeditionen, fachspezifische Vertiefungen und die Peer-Learning-Tauschbörse. Für die Schüler ist das eine extrem wichtige Phase. Sie sind noch jung in ihrem Leben. Sie wissen nicht, was sie gut können, wo ihre Interessen liegen.
Und mit so einem Segelschiff begibt man sich auf die Reise. Wir möchten jetzt nicht in erster Linie Fächer anbieten, sondern wir möchten eigentlich das abbilden, was in der Realität wichtig ist. Und das ist nicht in erster Linie Deutsch, Mathematik und Englisch, sondern die Verbindung dessen. Das Schuljahr beginnt mit von Expertinnen und Experten angebotenen Pulsaren, in dem die Experten als Impulsgeber themenorientiert Inhalte des Rahmenlehrplans mit den Schülerinnen und Schülern erarbeiten. Zum Beispiel den Wandel der Entwicklungsländerpolitik in Lateinamerika mit den Schülern gemeinsam zu erarbeiten und dann aus den Fächern Geografie, Politik und Spanisch die unterschiedlichen Facetten dieses Themas zu beleuchten. In einer wissenschaftlichen Lernexpedition kann ich gemeinsam mit einer Lerngruppe ein fachliches Thema, das ich in einem Pulsar erarbeitet habe, vertiefen und im Detail genauer in die Arbeit einsteigen. In einer persönlichen Lernexpedition kann ich mich einem ganz eigenen Thema widmen, einem Praktikum nachgehen oder Lehrveranstaltungen an der Universität kennenlernen oder ein eigenes Projekt umsetzen, das ich schon lange mal machen wollte, wie zum Beispiel eine Modekollektion nähen. Das Lernen in der neuen Oberstufe findet sowohl in der Schule als auch gleichermaßen an außerschulischen Lernorten statt, weil das Lernen im Klassenzimmer nicht vollumfänglich die Herausforderungen und die Vielfalt der Gesellschaft und der Themen abdeckt. Eigentlich dachte ich, dass wir uns das gegenseitig so ein bisschen auch erzählen. Und ich dachte, jetzt wäre es auch eigentlich sinnvoll, wenn jeder wirklich an dem Punkt ist und sich sagt, ja, ich bin jetzt wirklich vorbereitet für die Unterrichtsstunde, dass er dann das, was er in der Unterrichtsstunde sagt und mit den Schülern macht, nochmal genau mit uns macht. Ah, dass wir wirklich alle gegenseitiges Wissen von dem anderen verstanden haben. Ja. Heißt, jeder sollte den ganzen Ordner, den ich hier auf dem Schoß habe, lesen. Ja, das funktioniert. Eine Besonderheit der neuen Oberstufe ist auch, dass jeweils zum Jahresende 8 Wochen die Schülerinnen und Schüler Zeit haben, intensiv einem Projekt an einem außerschulischen Lernort nachzugehen, um die Chance zu haben, an interkulturellen Lernorten im In- und Ausland Projekterfahrung zu sammeln. Wenn unsere Jugendlichen aus Pulsaren, Lernexpeditionen, Workshops zum Lernen und Arbeitskompetenz wieder zusammenkommen, dann entsteht da ein wahnsinnig bunter Blumenstrauß an neuen Informationen, an neuen Erfahrungen, an neuen Wissen. Und deswegen gibt es die Pillaring-Tauschbörsen, in denen nämlich bei uns jeweils freitags, ganztags verankert in bestimmten Jahresrhythmus, in dem alle zusammenkommen und den Markt der Möglichkeiten leben und ihr Wissen teilen. Wir treffen uns in den Osterferien hier in Pervesin, um gemeinsam das Konzept der NOS weiterzuentwickeln. Ein wichtiges Element unserer neuen Oberstufe ist die Kultur des Gebens und Nehmens, sodass sowohl Lehrende als auch Lernende immer wieder im Austausch von Erfahrungen und Wissen kommen, um sozusagen aus einzelnen Wissensbausteinen, die dann in einer Gemeinschaft existieren, das kollektive Wissensbild zu kreieren. Nach den 3 Wochen Einführung, also wir haben schon mal 3 Wochen Einführung. Ja. Ja, aber wie machen wir denn das, wenn wir in unseren, bei uns fangen die Pulsare in Woche 3 an? Also da habe ich A, zu wenig Zeit, mich auf jedes Thema einzeln wirklich intensiv vorzubereiten. Pro Pulsar würde ich mir da mehr Zeit nehmen, um da wirklich reinzugehen. So. Also das System muss sich auf jeden Fall dem Schüler anpassen. Schule muss von den Schülern gemacht werden, muss von den Kindern gemacht werden. Ohne die Schüler wäre es überhaupt nicht möglich, denn sonst wäre es nur ein Gedankenkonstrukt. Und so sind es die echten Anliegen realer Schüler, die richtig Lust hätten auf die NOS. Da stehen wir. Das ist unser aktueller Arbeitsstand. Wir freuen uns jedes Mal über Weiterentwicklungen und wenn wir über das umschmeißen dürfen und neu denken. Wir sind sehr gespannt auf das fluktuierende Feedback und wir würden uns einfach freuen, wenn das ein kleiner Inspirationsanstoß ist, dass Sie sich ermutigt fühlen, auf den Weg zu machen und entsprechend Ihrer eigenen Schulkultur und Ihrer eigenen Teamstruktur überlegen, was passt denn für uns? Eine Schulkultur ist wie eine Unternehmenskultur, da kann man nicht per Copy-Paste einfach irgendwas überschieben, sondern das Wachstum aus innen heraus
Und wenn wir uns gemeinsam in unserem eigenen Wachstum alle unterstützen, dann werden wir alle gemeinsam stark. Vielen Dank. Zweifelt, glaube ich, niemand daran, dass die Idee irrsinnig gut ist. Und gerade wenn man das in der Sekundarstufe 1 doch so erfolgreich und gut gemacht hat, dann muss das weitergetragen werden. Was mich freut, ist, dass es halt die Pulsare gibt, dass es die Möglichkeit gibt, sich auch tatsächlich zu beweisen. Das heißt also, in Unternehmen hineinzugehen, Projekte zu machen und ähnliche Themen. Und dann aber auch das Weitergeben dieses Wissens unter den Schülern. Ein Kernelement, das ich unglaublich wichtig finde, ist diese Vernetzung von Fächern. Also, dass man davon weggeht, die Inhalte Fächern zuzuordnen, sondern zu schauen, was passt zusammen. Ich habe auch in der einen oder anderen Schule schon hospitiert, die sehr viel Neues ausprobiert und kann mir gut vorstellen, wie das dann aussieht. Und da sind einige sehr interessante Elemente dabei. Bei einigen kann ich mir noch nicht vorstellen, wie sie dann tatsächlich auch gelebt werden. Mit so einem geilen Konzept, sage ich mal, wirklich was so rund ist, kann ich mir gut vorstellen, dass ich sogar nochmal sage, okay, warum nicht, ich mach's nochmal. Denn aber ich glaube, weniger der Aspekt wäre dann weniger, weil ich jetzt was lernen will, ich glaube eher, weil ich dann Lust hätte, dieses System auszuprobieren. Je mehr Freiheit man hat, desto glücklicher ist man eigentlich. Desto besser könnte man eigentlich auch lernen. Aber sobald man diese Freiheit erstmal hat, dann merkt man erst, was da eigentlich auf einen zukommt. Weil Freiheit trägt extrem viel Selbstverantwortung mit sich. Und das ist aber eigentlich was Tolles, auch um sich selbst besser kennenzulernen und sich selbst zu trainieren. Was wir brauchen, ist Freiheit. Die Freiheit, unsere Idee umzusetzen. Also in unserem Fall ist das die Senatsverwaltung von Berlin, die uns da Freiheit geben sollte, unsere Idee mal auszuprobieren. Nur das macht Innovation ja möglich. Innovation, auf die wir alle dringend angewiesen sind, etwas Neues auszuprobieren.